Am vergangenen Freitag türmten sich zahlreiche Pressevertreter vor der Staatskanzlei. Grund dafür war der Antrittsbesuch von Bundespräsident Joachim Gauck in Sachsen-Anhalt. In Begleitung einer 7-köpfigen Motorradstaffel und 2 Limousinen wurden der Bundespräsident und seine Lebensgefährtin Daniela Schad vorgefahren und vom Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff empfangen. Die erste Station des Tages war das Foyer der Staatskanzlei, in der sie sich in das Gästebuch der Landesregierung eintrugen, gefolgt von einem Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Weiter ging es zum Landtag, in dem Landtagspräsident Detlef Gürt den Bundespräsidenten begrüßte. Auch hier trug er sich in das Gästebuch ein und erhielt als Geschenk die Nachbildung der Himmelsscheibe von Nebra. Am frühen Nachmittag führte die Reise des Bundespräsidenten nach Aschersleben zur Polizeifachhochschule. Hier ließ er sich zeigen, wie Fuß-, Faser- und Hautspuren nach einem Diebstahl oder einem Einbruch gesichert werden. Von dort ging es weiter nach Halle zum Skaterpark Halle Neustadt. Am Abend fand dann das Benefizkonzert des Bundespräsidenten zugunsten des Projekts Punkte voll Klang des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen-Anhalt statt.